Bundesinstitut für Berufsbildung. Sie sind unter anderem zuständig für die Modernisierung und die Entwicklung von neuen Berufen. Momentan haben wir 330 staatlich anerkannte Ausbildungsberufe und 120 Fortbildungsregelungen. Wo muss sich das hinentwickeln, um der Nachfrage nach Fachkräften in Deutschland nachzukommen? Weiterentwickeln muss sich das kontinuierlich, wie es bisher auch immer tut. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass das, was in Zukunft in den Betrieben an Kompetenzen erforderlich ist, tatsächlich auch aufgenommen wird, in die Berufsbilder implementiert wird. Das ist das eine. Und wir müssen zum anderen sehen, dass wir die Durchlässigkeit zwischen Aus- und Weiterbildung verstärken, und zwar konsequent. Und wir müssen schauen, dass wir das System zwischen den Berufen, zwischen zwei- und dreijährigen Berufen, durchlässiger machen. Das heißt, auch da Anrechnungslösungen zu finden, die sachgerechter sind und die das lebensbegleitende Lernen letztlich unterstützen. Lebenslanges Lernen. Es gibt verstärkt Rufe nach noch mehr Akademikern. Stehen Sie da mit normaler Berufsausbildung nicht fast schon auf dem verlorenen Posten? Ich denke, entscheidend ist ja, wir haben ja jetzt auch schon eine Quote von Auszubildenden, fast 50%, die eine Hochschulzugangsberechtigung haben, wenn sie in die Ausbildung einsteigen. Auch da ist es wichtig, dass wir den jungen Leuten Möglichkeiten geben, tatsächlich Durchlässigkeit auch leben zu können. Das heißt, von der Berufsausbildung über eine Weiterbildung, ein Hochschulstudium. Diese Möglichkeiten, Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden. Der Einzelne entscheidet letztlich, welche Wege er in Anspruch nimmt, wenn es gelingt, tatsächlich Durchlässigkeit zu schaffen. Viele sehen die Durchlässigkeit im Bildungssystem nur von unten nach oben. Es muss natürlich eine auch von oben nach unten geben. Wie gehen Sie damit um, dass Studienabbrecher Ausbildung nachfragen, natürlich was angerechnet haben wollen, dass Akademiker sagen, ich brauche Praxis? Wie binden Sie die in die Berufswelt ein? Wir haben ja jetzt, hatte ich heute schon mal darauf hingewiesen, den sogenannten deutschen Qualifikationsrahmen, der als wesentliche Ziele die Lernergebnisorientierung zum Gegenstand hat und sich auf die Fahnen geschrieben hat, die Durchlässigkeit in horizontaler und vertikaler Richtung zu ermöglichen. Und das bedeutet, dass wir entsprechend Lernleistungen konzipieren müssen, sowohl für die Hochschule als auch für die Berufsbildung, und dann auf der Grundlage entsprechender Kriterien zu einer wechselseitigen Anrechnung kommen. Das ist das, was ansteht, wo es im Moment Entwicklungen gibt, die sind schlicht und einfach weiterzuführen. Und sie sind dann in der bildungspolitischen Landschaft auch so zu diskutieren, dass man sie umsetzen kann. Auf der anderen Seite der Skala, wir haben bis zum Alter von 24 etwa 500.000 Unausgebildete, bis 29 ist es über 1 Million. Gibt es Möglichkeiten, die näher an den Arbeitsmarkt heranzubringen, vielleicht sogar über niederschwellige Ausbildung? Niederschwellige Ausbildung würde ich nicht sehen, sondern ich würde schauen, dass man das, was wir an den staatlich anerkannten Ausbildungsberufen haben, sie entsprechend anders strukturieren, zum Beispiel in Module, und diese Module dann auf der Grundlage eines Ausbildungsganges, der letztlich dem gleichen Ansprüchen genügt, nämlich die jungen Leute zum Abschluss zu bringen, ihnen diese Ausbildung zu ermöglichen, aber gleichzeitig über eine zeitliche Dimension, die mehr als 3 Jahre beinhaltet. Und gleichzeitig, da es häufig lernungewohnte Menschen sind, denen Rahmenbedingungen anzubieten, wo es auch gelingen kann, zu dem Schulabschluss, zu dem Ausbildungsabschluss zu kommen. Wenn ich Ihnen jetzt einen Wunsch freigeben würde, im Bildungssystem in Deutschland etwas zu ändern, ohne große Diskussionen darüber führen zu müssen, ad hoc, was würden Sie sich wünschen? Also ich bin da mehr als 30 Jahren in diesem Geschäft tätig und nie ist etwas kurzfristig gelaufen. Ich wünsche mir nur, dass man die Diskussion ein Stück versachlicht und dass man zu Lösungen kommt, die letztlich auch dazu führen, dass wir junge Leute, erwachsene Menschen nachhaltig ins Berufsbildungssystem integrieren können, weil damit die Beschäftigungsfähigkeit am besten gesichert ist. Frau Frank, vielen Dank. Ja, gern.